Hey, euer Docs wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde. Ich habe die PlayStation 5 Slim hier in der Sprechstunde und die PlayStation 4 Slim Pro Standard und die alte PlayStation 5 plus die Zwischenrevision. Und ich kläre die Frage, sollte man jetzt noch ganz, ganz schnell die alten PlayStation 5s kaufen? Sollte man schnell zur PlayStation Slim wechseln? Das und alles klären wir heute. Eine Slim-Version einer Konsole ist ja was Normales. Es gab in der Vergangenheit Slim-Versionen, da wurden Funktionen gestrichen. Und dann gab es Slim-Versionen, da wurden Funktionen sogar hinzugefügt. Das ist die große Frage. Lohnt sich jetzt die neue Slim? Ich sitze gleich ins Labor und teste nochmal zusätzlich einige Störfaktoren, die wir aus der Fat PlayStation 5 Zeit kennen und werde sie euch in der nächsten Sprechstunde beantworten. Zusätzlich schreibt mir jetzt deine Fragen in die Kommentare und schreibt mir, was interessiert dich noch? Was kann ich für dich zusätzlich testen? Und dann schreibt mir jetzt in die Kommentare, wirst du persönlich die Slim kaufen? Wirst du von deiner ersten PlayStation 5 aus dem Jahre 2020 auf die Slim wechseln? Weil ist ja noch die alte Technik. Hast du vielleicht jetzt erst vor 12 Monaten oder vor 2 Jahren erst eine gekauft und willst vielleicht wechseln? Könnte vielleicht ein Fehler sein, ich weiß es nicht. Erfährst du zum Schluss. Aber schreib mir trotzdem jetzt mal deine Gedanken. Wirst du wechseln oder kaufen oder nicht? Es ist bereits, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, die vierte Revision. Die vierte Art der PlayStation 5. Und Sony hat jetzt die PlayStation 5 im Store gelistet und betitelt sie selber als Modellgruppe Slim. Wenn du das Kleingedruckte liest, unterm Sternchen, CFI 2000 Slim. Auch Sony nennt jetzt diese Version Slim. Außerdem kriegst du jetzt die alte Konsole, die Fat, überall im Angebot. 429. Und die hat sogar noch einen Standfuß mit dabei. Die hat hier Apple-like Standfüße. Und die Slim selbst kostet 550 und hat keinen, ich weiß nicht, ob man das Standfüße nennen kann, aber keinen richtigen Standfuß. Den musst du separat kaufen, 30 Euro. Zudem ist nur die Disc gelistet. Es wird dann die digitale gelistet und dann später auch nochmal das Laufwerk. Machen wir auf. Das ist die Verpackung. Man sieht jetzt die Slim, Controller, ganz normale Logos, CFI 2016, Länderkennungen und so weiter und so fort. Aber 2016 hier bei uns. Ansonsten haben wir bis auf die Delle alles beim Alten und hört sich an wie eine Kinderüberraschung. Dann schauen wir mal rein. Ich hoffe, die ist ganz. An dieser Stelle auch natürlich ein Dankeschön an Sony, denn die haben uns die PlayStation Slim für die Sprechstunde zur Verfügung gestellt. Ist nicht selbstverständlich. Dankeschön. Was haben wir dabei? Was haben wir dabei? Ladekabel. Und jetzt, also wir zahlen schon einen Vollpreis und kriegen diese Standfüße. Meine Damen und meine Herren, das sind die Standfüße der neuen PlayStation Slim. Ein Punkt, den ich leider nicht so schön finde. Ich verstehe, jeder muss Geld verdienen, auch ich. Auch du, der jeden Morgen auf die Arbeit geht. Das Essen kommt nicht warm, von nichts auf den Tisch. Voll ganz und auch Sony muss Geld verdienen. Alles okay. Und auch ich nutze den Standfuß gar nicht. Denn meine PlayStation steht seit Jahren so. Ist nicht kaputt gegangen und funktioniert. Egal, ob es die mit Laufwerk ist oder ohne. Ja. Dann haben wir HDMI-Kabel. Haben wir USB-C für den Controller. Die Welt ändert sich. Und dann haben wir einen Controller. Ist das schon die neue Revision? Die neue Revision sein. Der neue Controller mit der neuen Revision. Die Sony hat auch hier den Controller umgebaut, habe ich euch in der letzten Sprechstunde schon gesagt. Dann haben wir die Gebrauchsanleitung und ist die klein? Ich muss später hier durchklettern. Oha! Oha! Da ist sie. Da ist sie. Im Großen und Ganzen echt klein. Oben glänzender Bereich. Muss man mögen. Das ist auch schon mal ein glänzender Bereich hier vorne. Muss man mögen. Ihr wisst, staubanfälliger, kratzanfälliger. Schaut schön aus, aber pflegebedürftiger. Also für die, die die Konsole hinstellen und mit einer Socke drüber wischen, die werden halt Kratzer reinballern. Sowohl hier oben als auch hier vorne. Aber ansonsten ist sie echt klein. Leicht, schaut auf jeden Fall schön aus. Aber ich persönlich bin halt kein Freund von Glänzen. Die fällt einmal hin oder wenn du in meiner Situation bist und ständig die Konsole von A nach B transportierst, weil du arbeitest, sie mal ausleihst, sie mal irgendwo vergisst, oder es kippt eine schwarze Konsole um, dann kann passieren, dass sie irgendwann so ausschaut und halt Abdrücke sogar von einer dunklen Konsole hat. Ist auch nicht gut. Es geht ihr schon nicht mehr weg.
Gut, man muss sagen, die Slim, die alte, ist noch wackeliger gewesen. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt die Konsole. Unten matt, oben glänzend. Haben wir hier zwei USB-C-Anschlüsse jetzt vorne. Nur einen Knopf, Powerknopf und einen separaten externen Knopf hier fürs Laufwerk. Im Großen und Ganzen haben wir dann hinten die Anschlüsse. Der HDMI-Anschluss, der ist jetzt nach oben gewandert. LAN-Anschluss, zwei normale USB und ganz unten Strom. Der dritte Punkt, der mir bei der Slim auch nicht so gefällt, ist das Ganze hier oben. Also viele Zuschauer haben geschrieben, ey Doc, da ballert jetzt der ganze Staub rein. Ich finde aber auch persönlich, dass das hier auch extrem schön ausgeschaut hat. Kann sein, dass da oben hier das Ganze jetzt frei sein muss, um einen besseren Airflow zu haben, dass das eher vielleicht sogar gestört hat. Aber designtechnisch hat definitiv mir hier das Ganze schon mal gefallen. Ich zeige euch auch gleich, wo man die SSD einbaut und wie man die Platten abmacht. Aber wir gucken uns jetzt erstmal die Größe an. Also, Konsole steht. Wir sehen hier, ihr seht es rechts, wie viel Platz nach vorne wir hier noch haben und nach oben. Das seht ihr auch. Von vorne sieht das Ganze auch noch mal einigermaßen, ja. Und hier seht ihr das Ganze nochmal von oben. Also wir sehen definitiv, sie ist viel, viel kleiner. Es ist jetzt die digitale, steht stabil und die mit steht auch stabil. Also du musst grundsätzlich keine Angst haben. Es kann aber sein, wenn du dann später die Slim als digitale Version hast, dass die kippanfälliger ist. Vor allem, wenn du Kinder hast, vor allem, wenn du Tiere hast. Und dann die 30 Euro, glaube ich, sind es ungefähr für diesen schöneren Standfuß. Viel geiler, würde ich tatsächlich mehr nutzen und passt auch zu diesem Design. Also auch wenn ich jetzt geschimpft habe und gesagt habe, diese drei Punkte gefallen mir persönlich nicht, ist es immer noch eine Geschmackssache. Aber das Risiko muss man kennen, sowohl dieses Risiko, die Konsole braucht ein bisschen mehr Pflegeaufwand. Dann muss man ein bisschen achtsamer sein, ein bisschen besser mit ihr umgehen, sagen wir es mal so. Aber an sich ist es eine wunderschöne Konsole, also vom Design her finde ich diese sogar viel, viel schöner. Schaut echt, echt cool aus. Also vom Design her, wenn ich mich entscheiden würde, erstmal ein Punkt fürs Design, würde ich mich dafür entscheiden. Okay, designtechnisch. Aber wir haben noch nicht alles. Was mich noch an der Konsole erinnert, ist hier das System wie bei der Vierer. Denn wir konnten bei der Vierer den oberen Bereich abziehen. Jetzt hier dann die HDD wechseln, indem wir sie hier einfach rausgeschoben haben. Und hier haben wir die Festplatte. Dieses System haben wir von der PlayStation 4 Standard Edition übernommen und uns die Möglichkeit jetzt gegeben, einfach hier zu ziehen, glaube ich. Auf welche Seite? Hinten oder vorne? So viel zum Thema. Ich zeige euch, wie das geht. Ah ja, vorne. Oha, nee, ist nicht kaputt. Was hier? Aber du kommst jetzt viel leichter ran, du hast gesehen, einfach mal abgezogen. Hier einfach mal durchgestaubsaugt, hier mal gereinigt. Das gleiche passiert auch auf dieser Seite. Einfach ziehen, zack und sieh es ab. Okay. Und dann haben wir die Möglichkeit natürlich auch hier, zack. Geht einfach auf, dann haben wir die andere Seite ab. Also ihr seht, wesentlich einfacher und dann haben wir die Möglichkeit, ziehen wir mal einfach mal irgendwo. Ja, tatsächlich, einfach abziehen. Das war's. Kein Knopf, kein nichts. Und dann haben wir das Laufwerk auch hier mal kurz gereinigt. Und dann könntest du, wenn du nur die digitale hast, für 130 Euro das Ganze nachkaufen, das dann draufsetzen. Und bei der digitalen ist dann nur eine Platte dabei, die Seitenplatte. Also du kannst sowohl ohne Laufwerk in Zukunft als auch hier direkt mit Laufwerk kaufen. Möchtest du aber das Laufwerk hier abbauen, müsstest du schauen, dass du eine untere Platte bekommst, falls du wirklich irgendwann dich dafür entscheidest, doch nur eine Slim zu besitzen. Ansonsten kommt das hier wieder rein, was auch ganz cool, zack, sitzt. Hier traue ich mich, das Ganze jetzt so liegen zu lassen, weil ich weiß, gut, zerkratzt nicht. Kleiner Tipp, aufpassen, wenn ihr drückt, das lässt sich sehr schnell verbiegen. Also aufpassen, lässt sich dann auch wieder rausbiegen. Aber für die, die sich gar nicht auskennen und sich gar nicht trauen, bitte so drücken. Okay, also macht immer zuerst die Seite drauf. Riesengroßer Hinweis, erst die rechte Seite drauf und dann drücken, okay? Boah, was ist hier los? Oh, jetzt. Also, schauen wir mal einen Größenvergleich zur PlayStation, dass ihr mal grob wisst, wie sie damals vom Größenunterschied, müsste ich, ja, seht ihr, ne? Im Stehen ist die Slim natürlich, sie ist höher von der Breite her. Das war dann die Pro. Selber die Pro war dann nochmal länger und schon einen Tick höher. Dann hatten wir noch die Slim. Stellen wir auf die Seite mal. Die Slim war, ist jetzt hier, viel, viel länger. Und dann haben wir die PlayStation 5, viel, viel höher. Ihr seht hier, breiter. Dann will ich euch noch mal zeigen,
mit der Laufwerkversion, wie dick sie tatsächlich ist. Also wir haben hier auf jeden Fall, in diesem Bereich ist die viel, viel dicken Bauch. SSD dieser Seite lässt sich einfach verbauen, aufschrauben, reinsetzen. Da habe ich euch schon ganz viele vorgestellt. Eine der schnellsten, eine der leistungsstärksten, kühltechnisch auch und und. Schau bei mir auf dem Kanal, TikTok, Instagram, da stelle ich regelmäßig so geile Sachen vor. Aber verlost. Ansonsten schauen wir uns hier nochmal die Standfüße an. Die Standfüße sind hier jeweils Löcher. Wurden extra reingebaut, indem wir die Standfüße reinschieben und die sind fix. Also die haben da drinnen auf jeden Fall dann keinen Raum mehr. Nein, andersrum. Du kannst ja auch nicht falsch reinstecken. Die sind drinnen. Und wenn du deine Konsole jetzt... Das war's. Ach so, jetzt sitzt sie gerade. Okay. Ja, gut. So, stellst du sie so hin. Jetzt müssen wir gucken wegen der Vibration vom Laufwerk. Wir müssen jetzt schauen, wenn eine Disk drinnen ist und die Konsole vibriert, inwieweit diese Vibration die Konsole jetzt abgibt. Die ist zwar hier mit Gummifüßen gestützt, aber hier haben wir eine komplette Berührung mit dem Tisch oder mit dem Sideboard. Also es kann ja sein, wenn sie so steht, dass sie durch die Bewegung laut ist. Das ist ja schon bei anderen passiert, als sie stand. Muss man alles testen. Schauen wir im Labor, schreibe ich mir gleich direkt auf, dass ich mir das mit überprüfen werde. Aber so steht die Konsole. Aber wie gesagt, geht nicht kaputt, wenn sie so steht. Steht bei mir ewig so, weil ich immer keinen Bock hatte, das Ding da rumzudrehen und. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt auf das Thema, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Grundsätzlich ist die Leistung der PlayStation Slim gleich geblieben. Es gab eine riesengroße Änderung in der Zwischenversion. Heißt, der die Zwischenversion zwischen 2022 und 2023 zu Hause stehen hat, der hat bereits schon eine Art Slim in der alten Verpackung mit den alten Anschlüssen, mit dem alten Ständersystem, mit der alten Festplatte. Ein riesengroßer Pluspunkt, du hast hier jetzt mehr Speicher. Aber wenn wir den Systemspeicher und alles abziehen, hast du lediglich auch nur 150 GB mehr an Speicher, wenn du dir die Slim kaufst. Das heißt, du hast in der Slim eigentlich die gleiche Technik verbaut wie in der Zwischen PlayStation 5 aus dem Jahre 2022, 2023. Ist das da drin jetzt einfach verbaut, kleine andere Anschlüsse, mehr Speicher. Also was passiert jetzt? Lohnt sich's oder lohnt sich's nicht? Erstens klar, du hast ein kleineres System. Du hast mehr Speicher. Schaut schöner aus. Passt jetzt in dein Zeitpunkt. Die neueste Technik. Nicht von der allerersten PlayStation 5, sondern von den Zwischenrevisionen. Grundsätzlich hast du aber keinen großen Leistungsunterschied. Du hast keinen grundsätzlichen Unterschied, ob du jetzt die zu Hause stehen hast oder die zu Hause stehen hast. Gewisse andere Faktoren von der Qualität her und von anderen Störfaktoren, die beiden hatten, prüfe ich noch. Da gebe ich auch noch explizit noch eine Info. Grundsätzlich aber, wenn du dir jetzt die Zwischenrevision 2022, 2023 kaufst, hast du hier die 6 Nanometer Technik verbaut. Die thermische Eigenschaften sind besser, also von der Hitzeentwicklung, leistungstechnisch auch. Riesengroßer Unterschied, benötigt natürlich weniger Kühlung und so weiter und so fort. Effektiver, nicht die Version. Die Version, dementsprechend die Version. Hast du noch die allererste PlayStation 5, könntest du dir Gedanken machen, wenn es dir wichtig ist, das Design, Speicher, dann kannst du dir überlegen, natürlich von der Grundversion auf die Slim zu switchen. Hast du eine 2022er, 2023er PlayStation, dann hast du an sich die gleiche Technik verbaut. Ich persönlich könnte mir aber auch noch diesen Gedanken überlegen, jetzt lieber im Sale die Fat PlayStation 5 zu kaufen, du sparst dir Geld, dann vielleicht nochmal 50 Euro draufzulegen und dann zwischen 1 bis 2 Terabyte SSD zu. Dann hast du die gleiche Leistung, die ist immer noch groß, die alten Anschlüsse, aber mehr Speicher. Also du könntest da noch mehr Speicher rausholen. Auch für die Kinder zu Hause haben, ist eher so eine Version sinnvoller, meine persönliche Meinung, als eine, die komplett hier offen ist, kratzanfälliger ist und so weiter und so fort. Strom- und leistungstechnisch sind die identisch. Das sind jetzt aber grundsätzlich ein paar Ideen für euch als Inspiration, damit du dir Gedanken machen kannst, welche Version lohnt sich. Lohnt sich eher die Slim? Lohnt sich eher die Zwischenversion? Musst du jetzt umsteigen oder nicht? Das waren jetzt meine Antworten. Daumen nach oben. Schreib mir jetzt deine Meinung. Behältst du eine Konsole? Wirst du dir neu kaufen? Und wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.